Hi, wir testen heute den neuen Audi RS3. 367 PS und Gott sei Dank kein Vierzylinder, sondern immer noch der traditionelle Fünfzylinder. Mit Quattro-Antrieb geht's damit in 4,3 Sekunden auf Tempo 100. Aber nicht lang reden, wir fahren los. Punkt 1, der Motor. Wir haben einen 2,5 Liter 5-Zylinder Turbomotor. Der klingt auch richtig gut, richtig kernig. Dazu muss man aber im Dynamic-Modus sein, dann sind nämlich die Auspuffklappen offen. Man hört auch den Turbolader richtig schön pfeifen, aber auch das Turboloch ist ziemlich groß. Und erst so ab 3000 Umdrehungen geht so richtig was vorwärts. Ich zeige euch das mal. Zweitens, das Fahrwerk. Für den Audi RS3 gibt es optional das Audi Magnetic Ride, ein adaptives Fahrwerk. Wir haben aber in unserem Testwagen das Serienfahrwerk, das heißt nichts einstellbar, nichts verstellbar. Das macht aber nichts, denn er liegt wirklich wie ein Brett auf der Straße und trotzdem bleibt noch genügend Restkomfort. Drittens, der Quattro-Antrieb. Der ist wie immer sehr gut abgestimmt und verteilt die Momente an den einzelnen Rädern so gut, dass man sich bis zur Schmerzgrenze der Reifen durch einfaches Gasgeben sehr gut aus jeder Kurve wieder herausziehen lassen kann. Wenn dann allerdings diese Schmerzgrenze überschritten ist, schiebt der leider zuerst über die Vorderachse und untersteuert somit. Der auffälligste Unterschied zum Innenraum des A3 sind die zahlreichen RS3-Embleme, die sich zum Beispiel im Lenkrad, im Schaltknauf und in den Sitzen wiederfinden. Dementsprechend ist die Verarbeitungsqualität und die Wahl der Materialien auf Audi-typischem höchsten Niveau. Unser Tipp? Im RS3 ist die Bang & Olufsen Soundanlage vergleichsweise bezahlbar und liefert wie gewohnt absoluten Spitzenklang. Der Audi RS3. Kein Mensch braucht dieses Auto, aber man will ihn dann doch irgendwie haben. Er liegt verdammt gut auf der Straße, der Motor zieht brutal an, der Sound ist kernig und der Quattro-Antrieb zieht einen wie am Schnürchen aus jeder Kurve wieder heraus. Was will man also mehr? Gut, driften kann man vielleicht mit manch anderem Konkurrenten besser, aber performancetechnisch ist der hier top.